Ein Potpourri besonderer Momente steht am Beginn der heutigen Veranstaltung, zu der ich Sie, sehr geehrte Damen und Herren, ganz herzlich willkommen heißen darf. Gestatten Sie mir, einige Gäste namentlich zu begrüßen, allen voran die Südtiroler Landesregierung mit an der Spitze Landeshauptmann Arno Kompatscher. Saluto la Presidente del Consiglio Provinciale Rita Mattei, il Sindaco della città di Bolzano Renzo Caramaschi. Ein herzliches Willkommen geht an die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Saal, die Präsidentinnen der Bezirksgemeinschaften, mit an der Spitze auch Gemeindenverbandspräsident Andreas Schatzer. Herzlich willkommen an die Führungskräfte der Südtiroler Landesverwaltung, mit an der Spitze Generalsekretär Eros Maniago. Ein herzliches Willkommen allen Führungskräften und Präsidenten, Präsidentinnen der Landesbetriebe, Landesgesellschaften und öffentlichen Körperschaften und natürlich ein sehr herzliches Willkommen auch allen Vertreterinnen und Vertretern von Organisationen, Verbänden und der Zivilgesellschaft. Un cordiale benvenuto anche ai colleghi della stampa und ein Willkommen geht auch an all jene, die online zugeschaltet sind auf den YouTube-Kanälen des Landes Südtirol, wo diese Veranstaltung auch in Gebärdensprache übersetzt wird. Unter dem Motto Bilanz, Bilancio, Bilanz haben die Mitglieder der Landesregierung in den vergangenen 2 Monaten zurückgeblickt, Bilanz gezogen über eine bewegte und herausfordernde Legislaturperiode, die mit den Landtagswahlen am 22. Oktober zu Ende geht. In der Mappe, die Sie beim Einlass erhalten haben, finden Sie eine Sammlung der Berichterstattung der Landespresseagentur zu diesen Pressekonferenzen und auch eine Sammlung von Daten. Sie haben sie auch eingangs hier gesehen, vielleicht, die nur ansatzweise vermitteln können, welche Themen, welche Herausforderungen das Land Südtirol in den vergangenen Jahren bewegt haben.
Die heutige Veranstaltung bildet den Abschluss dieser Bilanzreihe und will noch viel mehr als eine Bilanz im Grunde ein Moment der Begegnung, ein Moment des Dankes sein, ein Moment der Begegnung mit Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, deren Unterstützung und Zusammenarbeit in diesen 5 Jahren wohl maßgeblich waren, um Krisen zu meistern und positive Entwicklungen anzustoßen. Un cordiale saluto di benvenuto anche in lingua italiana a questo evento conclusivo della legislatura 2018-2023 e vorrei solo segnalare che appunto visto che abbiamo previsto un servizio di traduzione simultanea gli interventi si svolgeranno prevalentemente in madrelingua e quindi questo anche per agevolare il lavoro degli interpreti, quindi chi avesse bisogno di cuffie, chiedo ancora adesso, insomma, di prenderle all'uscita. Geschätztes Publikum, wir haben lange überlegt, welches Format einem solchen Moment gerecht werden könnte. Wir wollten den zeitlichen Rahmen nicht sprengen, wir wollten auch nicht das wiederholen, was in den vergangenen Wochen bereits in vielfältiger Weise präsentiert wurde. Und so werden die Mitglieder der Landesregierung heute zwar noch einmal Resümee ziehen, jedoch nicht anhand einer klassischen Präsentation mit Daten und Fakten, sondern vielmehr mit einem eigenen Motto, unter dem Sie noch einmal einen ganz persönlichen Blick auf die zurückliegende, auf die ausklingende Legislaturperiode werfen, schwierige Momente, bedeutungsvolle Momente benennen und auch einen Blick in die Zukunft richten. Die zentralen Botschaften werden wir während der Veranstaltung auch grafisch festhalten und somit eine Fotografie dieser Standortbestimmung, wollen wir sie mal so nennen, schaffen. Und ich danke schon jetzt Eva Kaufmann, die das begleiten wird. Und wir werden zwischendurch das Ganze dann auch immer wieder einblenden, um zu sehen, was dann am Ende und sind gespannt darauf, was am Ende für ein Gesamtbild entsteht. Zum Auftakt darf ich nun Landeshauptmann Arno Kompatscher nach vorne bitten. Herr Landeshauptmann, Sie haben in der Abschlusspressekonferenz, in Ihrer Abschlusspressekonferenz vor rund 2 Wochen hier im Neudeckpark einen Blick auf Südtirol geworfen als Lebens- und Wirtschaftsraum, auf autonomiepolitische Erfolge und Herausforderungen. Vor allen Dingen nannten Sie den Zusammenhalt und Gemeinschaftssinn als große Stärken Südtirols, auch als Basis für das friedliche und gute Zusammenleben. Und heute werden Sie unter dem Motto vorangehen, einen persönlichen Blick nochmal auf diese Legislaturperiode werfen. Und somit darf ich Ihnen nun das Wort überlassen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ein herzliches Grüß Gott auch meinerseits. Buongiorno a tutti e a tutti. Buon dia Deutsch. Danke, dass Sie teilnehmen. Danke dafür, dass Sie heute hier sind. Wie bereits gesagt, das ist jetzt nicht der Moment, wo wieder mit Aufzählungen begonnen wird, sondern es ist der Moment, vielleicht einmal einen generelleren Rückblick zu machen, zu schauen, was war, aber vor allem auch doch ein bisschen nach vorne zu blicken. Es waren herausfordernde Jahre. Es waren Jahre, die von Krisen geprägt waren. Insbesondere, man hat es an den Bildern vorhin gesehen, die Pandemie. Vieles haben wir ja schon wieder verdrängt oder vergessen. Aber ich denke, ganz lebhaft ist dann immer wieder uns vieles in Erinnerung, was da passiert ist. Auch die begleitenden Krisen wirtschaftlicher Natur, sozialer Natur, jetzt zuletzt natürlich die Inflation, das Problem der Lebenshaltungskosten, der Krieg in der Ukraine, die Migration, die uns ständig begleitet hat. Das waren herausfordernde Zeiten und man möchte jetzt meinen, im Prinzip alles Regierungshandeln wäre da hintangestellt gewesen. Es ging nur um Krisenmanagement und
so war es dann eigentlich nicht. Es ging sehr oft um Krisenmanagement. Ich blicke zu den Kolleginnen und Kollegen in der Landesregierung. Wir hatten viele Krisensitzungen in dieser Zeit, viele Sondersitzungen, viele Maßnahmen, die wir uns vorher nicht hätten vorstellen können. Aber die hatten wir ja auch mit Ihnen, mit euch. Ich darf in besonderer Weise hier auch von meiner Seite neben allen Vertretern der Institutionen und der öffentlichen Verwaltung die Vertreter, die Stakeholder, wie man sie so schön neudeutsch nennt, begrüßen und mich bei Ihnen auch dafür bedanken. Ob das die Wirtschaftsorganisationen sind, die Vorstände derselben, die Gewerkschaften, die Sozialorganisationen, das Ehrenamt, die Zivilgesellschaft insgesamt. Wir haben diese Dinge miteinander durchgestanden und an dieser Stelle darf ich einmal Danke dafür sagen. Wie viele Videokonferenzen, erinnern wir uns, haben wir gemacht, um in verschiedenen Krisensituationen gemeinsam Lösungen zu finden. Und eben nicht nur das, wir haben ja gleichzeitig auch Regierungsarbeit gemacht. Wir haben vieles voranbringen können, was in der Koalitionsvereinbarung drinnen stand. Wir haben uns zu Beginn ja eine ehrgeizige Vereinbarung, auch einer ehrgeizigen Vereinbarung verschrieben, angefangen von einer europäischen Wertehaltung, aber eben dann auch ausgefächert in verschiedenen Maßnahmen in allen Bereichen, die in die Zuständigkeiten der verschiedenen Landesregierungsmitglieder bzw. Ressorts fallen. Und auch da gab es den Austausch mit Ihnen. Viel an Zusammenarbeit, an Vorschlägen. Wir waren nicht immer alle einer Meinung. Ja, auch das müssen wir uns ehrlicherweise erinnern. Es gab heftige Debatten teilweise bei vielen Themen, bei zu setzenden Maßnahmen im Bereich der Wirtschaft, der Raumordnung, auch des Sozialen, in Frage der kollektivvertraglichen Regelungen und bei vielen anderen Dingen mehr. Aber ich glaube, wir haben gemeinsam diese großen Herausforderungen bewältigen können. Es freut mich, dass viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister hier sind. Es gab mit Ihnen intensive Zusammenarbeit, in ganz besonderer Weise während der Pandemie, aber auch sonst in vielfältiger Natur. Es gab ja auch andere Ereignisse. Wir hatten Unwetterkatastrophen, wir hatten Zivilschutzeinsätze. Wir hatten auch in der Frage der Migration sehr oft die Notwendigkeit, mit den Gemeinden in besonderer Weise zusammenzuarbeiten. Ich darf den Gemeindeverband natürlich als ersten Ansprechpartner in besonderer Weise erwähnen, aber es geht hier um die Gemeinschaft auch der Gemeindeverwaltungen. Wir konnten die Krisen relativ gut bewältigen. Ich traue mich, das zu sagen. Und das sage ich doch auch auf Grundlage von verschiedenen Statistiken, Erhebungen, die es ja jetzt im Nachgang auf diese Pandemiekrise gibt und auch im Zusammenhang jetzt mit der Wirtschaftskrise oder mit der Frage der Inflation. Südtirol steht heute relativ gut da. Wir haben es geschafft, die klinische Versorgung, das Krankenhaussystem vor dem Zusammenbruch zu bewahren, gemeinsam. Darum ging es bei der Pandemie. Es ging letztlich darum. Wir haben es geschafft, trotzdem in Zusammenarbeit und dank des Fleißes und der Kreativität der wirtschaftstreibenden Wirtschaft irgendwie weiterzubringen, am Leben zu halten. Wir konnten unterstützen, auch dank vieler Verhandlungen mit Rom, wo es gelungen ist, überproportional Mittel ins Land Südtirol zu holen. Sei es, was wirklich die Finanzverhältnisse mit Rom anbelangt. Wir zahlen weniger an Rom jetzt nach diesen 5 Jahren und bekommen mehr von Rom, schlicht und einfach auf diesen Punkt gebracht und das auch für die Zukunft. Aber auch was Sonderhilfen, Sondermaßnahmen und Sonderinvestitionen anbelangt. Im Infrastrukturbereich, neben dem, was das Land alles gemacht hat, eben auch RFI, Terna, all die staatlichen Investitionen, PNRR, aber auch die Olympiagelder, all diese Themen. Das ist doch auch gelungen. Wir stehen deshalb heute eigentlich wirtschaftlich gesehen gut da. Die Maßeinheit dafür ist meistens das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. So macht man es auf der ganzen Welt. Da wissen wir mit 49.100 Euro 2021 stehen wir. Und noch einmal, das ist nicht eine Leistung von irgendjemand einzeln. Das ist die gesellschaftliche Leistung Südtirols. Da stehen wir nicht nur in Italien an erster Stelle, wir wären auch in Österreich Erste. Ja, wir haben Salzburg folgt doch mit einem gewissen Respektabstand
mit etwas mehr als 46.000 Euro. Das zeigt, dass das Land leistungsfähig geblieben ist, dass hier viel geschaffen werden kann. Wir haben aber gleichzeitig schon auch das Thema, dass Brüche sichtbar geworden sind, die vielleicht vorher schon vorhanden waren in unserer Gesellschaft. Ja, wir hatten neben den vielen konstruktiven Debatten, Diskussionen, auch viel Streit, bis in die Familien hinein, gerade im Zusammenhang mit der Pandemie, gerade auch im Zusammenhang mit den großen Herausforderungen, die in der Bevölkerung Ängste, Sorgen hervorgerufen haben. Bei den Bürgerinnen und Bürgern, bei den Familien, genauso wie bei den Wirtschaftstreibenden. Und da galt es halt immer wieder auch, und deshalb das Wort voranzugehen, auch bei diesem Sturm. Ja, es war sehr oft die Notwendigkeit, das Gesicht hinzuhalten, auch bei den unangenehmen Ereignissen, die es gegeben hat, und derer gab es zuhauf. Auch für Maßnahmen das Gesicht hinzuhalten, die, von denen man wusste, dass die sicher nicht nur nicht gut, sondern katastrophal ankommen würden, aber notwendig waren. Und ich glaube schon, dass das auch ein Auftrag einfach ist, den man, wenn man ein bestimmtes Amt inne hat, wenn wir diese Ämter innen haben in der Landesregierung, ein Auftrag, dem wir, glaube ich so sagen, auch immer mit bestem Wissen und Gewissen versucht haben, gerecht zu werden. Auch wenn es manchmal wehgetan hat. Aber gerade deshalb haben wir heute Sie eingeladen, um zu sagen, wir wollen uns gemeinsam erinnern, dass doch im Großen und Ganzen es uns sehr oft gelungen ist, gemeinsame Lösungen zu finden, Dinge gemeinsam umzusetzen in den verschiedensten Situationen. Ich zähle jetzt keine auf, das würde zu lang dauern. Jetzt noch ein Blick nach vorne. Vorangehen wird auch künftig notwendig sein. Wir haben große Herausforderungen. Der demografische Wandel, die Digitalisierung, die Globalisierung, die Erderwärmung, all das sind Themen, die viel an Veränderung auch verlangen werden. Es wird nicht unbedingt so sein, dass man sagen kann, jetzt können wir uns wieder zurücklehnen. Es ist ja eh alles gut. Nein, so ist es nicht. Es wird viel an Veränderung brauchen, um das zu bewahren, was gut und was uns lieb ist. Das, was uns wichtig ist in Südtirol. Was wir uns als Südtirolerinnen und Südtiroler vorstellen, das ist, glaube ich, der Auftrag auch an eine Landesregierung, ja, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit das, was die Menschen für richtig und wichtig halten, auch möglich wird. Und wir wissen, leistbares Wohnen ist hier ein großes Thema, beispielsweise. Wir sind ein teures Land. Ja. Wir sind ein begehrtes Land, aber deshalb auch ein teures Land. Und hier haben wir das Thema der fairen Löhne, aber auch die Frage von Rahmenbedingungen, die ermöglichen, dass mehr Angebot da ist und somit auch der Traum vom Leben im Eigenheim realisierbar ist. Und viele andere Fragen mehr. Aber wir werden diese Herausforderungen, die Umstellungen, die wir wegen der Umstellung der Wirtschaft in Bezug auf den Ressourcenverbrauch machen werden müssen, die sind eine Herausforderung, sie sind aber auch eine Chance. Eine Chance für unsere Wettbewerbsfähigkeit. Der Klimaplan 2040 ist ehrgeizig, aber ist es auch bewusst, weil wir sagen, wenn wir das richtig anstellen, dann haben wir am Ende sogar Standort- und Wettbewerbsvorteile, wenn wir es richtig anstellen. Das wird die Kunst sein. Aber wir dürfen niemanden zurücklassen dabei. Gerade wenn Zeiten des großen Wandels sind, dann geht es darum, die Schwächsten nicht zu vergessen. Leave no one behind, sagen die Vereinten Nationen, die Sozialverträglichkeit zu gewährleisten. Und das wird gemeinsamer Anstrengungen bedürfen. Und deshalb heute auch eben der Wunsch und der Appell, wie immer dann das nach den Wahlen im Oktober, jetzt nenne ich den Elefanten, der auch im Raum steht, ja, damit das auch einmal gesagt ist, wie immer das danach aussieht, im Interesse Südtirols und wer auch immer die Verantwortung tragen wird. Das, was Südtirol stark gemacht hat, ist gewesen, dass Menschen vorangegangen sind, ja, aber dann ganz besonders, dass wir zusammengehalten haben, dass wir gemeinsame Wege gesucht haben. Wir werden diesen Zusammenhalt auch in Zukunft brauchen, um diese Herausforderungen zu bewältigen, im Sinne der Südtirolerinnen und Südtiroler, im Sinne dessen, dass wir das als Gemeinschaft tun, solidarisch tun und damit die Voraussetzungen für eine enkelgerechte Zukunft, für eine positive, zuversichtliche Zukunft gestalten können. Danke nochmals dafür, was in den letzten Jahren gemeinsam mit Ihnen geschaffen und gemacht werden konnte und danke dafür, dass Sie heute mit uns dabei sind.
Vielen, vielen Dank, Landeshauptmann Arno Kompatscher, für diese wertschätzenden, ernsten, vor allem aber auch, denke ich, ermutigenden Worte. Werfen wir einen Blick auf den Zeichentisch, wo schon erste Eindrücke nun entstanden sind und wo hier bis zum Ende der Veranstaltung, denke ich, ein facettenreiches, buntes, schönes Gesamtbild auch der Bewertungen und des Ausblicks entstehen wird. Zusammenhalt, Gemeinschaftssinn. Der Landeshauptmann hat diese zwei Themen zum Schluss angesprochen und es sind Themen, die vor allem im Ressort von Landeshauptmann Stellvertreterin Waltraud Deeg auch eine zentrale Rolle spielen. Und Sie darf ich nun als Nächste nach vorne bitten. Landesrätin Deeg hat am 17. Juli im Grierser Hof Bilanz gezogen über Erfolge und Herausforderungen dieser Legislatur, von der Familienförderung über das Sozialwesen, Seniorenpolitik, Wohnraumsicherung. Es ist die soziale Nachhaltigkeit im Grunde, die sich wie ein roter Faden durch ihre Zuständigkeitsbereiche zieht und dementsprechend konnte das Motto heute kein anderes sein als soziale Nachhaltigkeit. An Sie das Wort. Dankeschön. Ein herzliches Grüß Gott, bon dia nüch ganz, un cordiale benvenuto, auch von meiner Seite. Ich freue mich heute hier, sehr geschätzte Landeshauptmann, liebe Kollegen der Landesregierung, mit euch gemeinsam und mit Ihnen allen stehen zu dürfen, rückzuschauen, aber auch vorauszuschauen. Und ich werde mich auch sehr kurz halten. Wenn ich einen Übersatz vielleicht über die Zielsetzung, die wir gemeinsam, denke ich, verfolgt haben in diesen Jahren, setzen darf, dann würde ich sagen, es geht um eine vorausschauende, zukunftsorientierte, sozial ausgewogene und das ist ganz wichtige Politik für die Menschen dieses Landes. Und ich denke, gerade in diesen Bereichen, wie Claudia Mesner gesagt hat, das waren schon Bereiche in dieser Legislatur, die sind, ja, wir sind schon unter Druck gestanden. Und wenn ich hier viele Bürgermeister sehe, Bezirksgemeinschaftspräsidenten, mein wunderbares Team im Ressort, aber vor allem auch die Führungskräfte, die Mitarbeiter in der Sozialabteilung und in allen anderen Abteilungen, dann darf ich sagen, ja, wir sind an Grenzen gestoßen. Wir haben sie gemeinsam überwunden, haben viele Herausforderungen gemeinsam geschafft, vor denen wir gestanden sind, wo wir das Gefühl vielleicht manchmal hatten, ja, geht das noch? Und es ging. Und deshalb bin ich zuversichtlich, dass es auch in Zukunft gut weitergeht. Und einige zukunftsweisende Dinge haben wir in dieser Legislatur neben Krisenbewältigung gemacht. Einige darf ich vielleicht noch einmal nennen. Landeshauptmann hat es angesprochen, die großen Herausforderungen der Zukunft, die schaffen wir nur gemeinsam. Und zu einer dieser Herausforderungen gehört natürlich auch der demografische Wandel, die Veränderung der Gesellschaft, aber sehen wir es als Chance. Ich denke, ältere Menschen sind eine ganz starke Ressource in allen Bereichen. Es sind auch Vertreter von Sozialverbänden da. Das soziale Ehrenamt, das eine starke Säule dieses Landes ist, hat vor allem auch viele Seniorinnen und Senioren. Sie sind die Feuerwehren in den Familien, die man dann einspringen, wenn es braucht. Und es ist unsere Verantwortung, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Menschen ohne zu auch gelassen und gut altern können. Und ich denke, da gibt es viel zu tun. Und der Landeshauptmann hat die Daten der Krisen-Corona-Zeit angesprochen. Ich darf noch einmal kurz zurückgehen, wo wir verstanden haben, was Pandemie ist. Da darf ich Ihnen vier Zahlen nennen. Wir hatten 35 Intensivbetten. Wir hatten 1500 Krankenhausbetten. Davon brauchen wir sicher zwei Drittel für die normale Arbeit und Betreuung der Menschen. Wir hatten 4600 Seniorenwohnheimplätze. Das heißt, wir schon einmal dreimal mehr als Sanitätsbetten zur Verfügung stehen und ein Drittel der Bevölkerung über 50 Jahre und jetzt kommt eine Pandemie. Und das gemeinsam zu handeln, glaube ich, war für Sie und uns nicht einfach, aber es geht jetzt darum, dass wir uns rüsten, dass wir diese Erfahrung, die wir gemacht haben, dass wir auf diese aufbauen, gestärkt in die Zukunft gehen, eine altersgerechte Gesellschaft bauen und vor allem auch den Wert der älteren Menschen hochhalten. Und ich darf sagen, da war das Landesgesetz aktives Altern, das wir gemeinsam geschrieben haben, da haben wir die gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen, um alles in diesem Bereich zu machen, ob es um den Arbeitsmarkt geht, um gesellschaftliche Teilhabe geht. Ich denke, das ist ganz, ganz zentral. Der zweite wichtige Punkt ist der Landessozialplan. Ich darf Ihnen sagen, ich glaube und bin überzeugt, und wir haben es in der Krise gesehen, ein gut aufgestelltes, gut vernetztes,
gut finanziertes und auch gut personal ausgestattetes Sozialwesen, das auf primären Kompetenzen Südtirols ja aufbaut und über Jahrzehnte entwickelt worden ist, ist die Basis für eine krisenresiliente, starke, solidarische Gesellschaft. Und deshalb bin ich stolz, darf ich sagen, auch wenn ich Sie hier alle sehe, viele von Ihnen sind Teil des Südtiroler Sozialwesens. Es war eine Ehre und ist eine Ehre, dieses Sozialwesen verwalten zu dürfen. Es sind wunderbare Menschen, wir brauchen mehr davon, deshalb müssen wir ganz viel in die Ausbildung investieren, die Arbeitsbedingungen verbessern und einiges haben wir auch hier getan. Aber auch hier natürlich brauchen wir Zusammenhalt, Solidarität und das Wichtigste, alle mitnehmen, alle mitnehmen. Eine Gesellschaft ist immer nur so stark wie der Schwächste. Und wenn Menschen durch den Rost fallen, und es haben viele Menschen derzeit Angst, durch den Rost zu fallen, dann tut das einer Gesellschaft nicht gut. Wir müssen zusammenstehen und gemeinsam nach vorne gehen, wie Landeshauptmann schon gesagt hat. Ein wichtiger Punkt war das Gesetz zur Gewaltprävention, hochaktuelles Thema. Da braucht es stärkere gesetzliche Rahmenbedingungen auf Staatsebene, aber wir brauchen ganz viel Prävention und Mut. Mut auch hier hinzuschauen, nicht wegzuschauen, eine starke Zivilgesellschaft, Chancengleichheit, das ist ein ganz wichtiges Thema. Dann, was auch ein wichtiges Thema natürlich abschließend ist, ist der Familienförderplan. Wir reden viel von Vereinbarkeit, das ist gut. Auch hier können wir natürlich und müssen wir besser werden. Die Vision ist das Familienland Südtirol, wir haben alle Voraussetzungen dafür. Aber ich darf sagen, das Zukunftsthema wird Vereinbarkeit, Pflege und Beruf sein. Und weil auch viele Unternehmen hier sind, ich sage, das ist in erster Linie ein wirtschaftliches Thema. Wenn Menschen daheim bleiben zu pflegen, werden ihnen Fachkräfte fehlen. Wenn wir es nicht schaffen, diese Menschen abzuholen, die in diesen Bereich einsteigen wollen, dann werden wir mehr Zugzug brauchen, wir werden aber auch mehr Qualifikation brauchen und werden manches hinterfragen müssen. Vielleicht müssen wir einfacher, unkomplizierter, praxisnah, modular in Ausbildungen werden, in Kooperation öffentlich-privat, da können wir auch noch ganz, ganz viel tun. Und ein letztes, das ist der Bereich Wohnen. Sehen Sie, wenn ich in die Südtiroler Gesellschaft schaue, dann muss ich sagen, können wir auch hier auf einer guten Basis aufbauen. Ich nenne auch hier zwei Zahlen. Weltweit ist 1% der Immobilien in Hand von Frauen. Das sage ich jetzt auch als Politikerin. Und in Südtirol sind es 32%. 32% der Häuser und Immobilien des Landes ist in Frauenhand. Und das ist gut. Und deshalb, wenn man auf die Südtiroler Wohnbaupolitik schaut, dann darf man sagen, sieht man in eine Gesellschaft, die es geschafft hat, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass viele, nicht alle, aber viele, doch Zugang auch zu Vermögensbildung haben, zu Eigentum bilden. Und wir müssen es schaffen, den jungen Menschen Perspektive und positive Wege aufzuzeigen. Denn nur mit diesem Baggage, mit diesem Rucksack, ganz viel Optimismus, auch in schwierigen Zeiten, ganz viel Zusammenhalt und vor allem Menschlichkeit, werden wir ganz, ganz weit kommen. Ich danke euch ganz herzlich, entschuldige mich bei allen auch für viel Nerven, die ich auch manchmal gekostet habe, ganz sicher, für auch harte Gespräche hatten wir manchmal, aber ich möchte mich einfach von Herzen bedanken. Es ist eine große Freude, mit euch gearbeitet zu haben und ich freue mich natürlich, werden wir dann sehen, wie es weitergeht. Danke euch von Herzen. Vielen Dank auch an Landeshauptmann Stellvertreterin Waltraud Deeg. Mut, Optimismus, Menschlichkeit, ich denke, wichtige Stichworte, die wir in unserem Bild dann vielleicht auch noch festgehalten haben werden. Gentile pubblico, passo ora a parlare in italiano per presentare il prossimo ospite, diciamo, sul palco. Il vicepresidente Giuliano Vettorato. Abbiamo sentito parlare di sostenibilità sociale, ma la sostenibilità ovviamente anche economica, culturale ed ecologica. E la sostenibilità ecologica è uno dei temi centrali delle sue agende. La prego anche di salire già sul palco. Lei ha tracciato il suo bilancio qualche settimana fa al Teatro di San Giacomo e ha parlato di progetti culturali innovativi, di rete locale, culturale, internazionale anche o a livello nazionale e anche di temi ambientali ovviamente come piano clima, l'efficientamento energetico. Oggi la parola d'ordine che ha scelto è il pragmatismo. Pragmatismo quindi il motto con cui ci racconterà qualche momento significativo di questi anni. Prego. Grazie.
Buongiorno a tutti. Sì, è stato un mandato amministrativo all'insegna del pragmatismo per il sottoscritto, ma anche poi oggettivamente per tutta la Giunta. Diciamo che abbiamo sentito parlare di pandemia, diciamo che non ci siamo proprio annoiati in questo mandato, almeno per i primi 2 anni e mezzo, perché abbiamo avuto veramente una lotta alla pandemia, come abbiamo detto, una crisi energetica, che poi erano tutte deleghe che mi hanno colpito pesantemente, mi sono dovuto spendere, erano deleghe fulcro e principali, delle deleghe che oggettivamente all'inizio del mandato avevo chiesto, quindi parliamo di scuola, parliamo di cultura, parliamo anche di ambiente e quindi di sostenibilità. Se si parla di scuola, la scuola sappiamo è la base della nostra società. Io adesso parlerò della scuola italiana, ma ovviamente anche i colleghi poi che arriveranno dopo parleranno appunto del loro tipo di scuola. È stato fatto all'inizio tutto un piano che si era pensato, si è dovuto agire sulla pandemia e quindi da un grosso problema che purtroppo nessuno voleva avere, siamo riusciti comunque, tra virgolette, a trasformarlo un po' in un'opportunità. Siamo riusciti a digitalizzare la scuola, rifare i laboratori, siamo riusciti a... non abbiamo lasciato indietro nessuno, perché qualsiasi alunno o alunna è stato raggiunto e hanno fatto lezione. Siamo stati ovviamente i primi in Italia a partire con la didattica a distanza, cosa insomma è chiaro, era utile, è sempre utile andare in presenza a scuola perché c'è anche la socialità, però insomma non abbiamo lasciato indietro nessuno, i programmi sono andati avanti ed è per questo che io mi permetto anche di fare un grandissimo ringraziamento ai dirigenti scolastici, all'intendenza scolastica, ma soprattutto a tutti i docenti che si sono spesi oltre misura perché seguivano singolarmente ogni singolo alunno anche fuori orario di lavoro, diciamo anche durante le sere, le nottate. L'ho vista anch'io con delle segnalazioni, con delle mail di genitori che ci scrivevano e ci dicevano grazie. Quindi è stato fatto veramente un ottimo lavoro. Per quanto riguarda la cultura, come tanti settori, ha avuto delle difficoltà. Ecco, per la cultura italiana non abbiamo lasciato indietro nessuno, perché in 2 anni e mezzo di isolamento nessuno ha perso il posto di lavoro, le associazioni sono ancora in piedi, i protagonisti del mondo della cultura stanno ancora lavorando e lavorano ancora di più. E abbiamo capito e ho capito che la cultura fondamentalmente cos'è? È uno strumento che serve a farci socializzare. Quindi appena si è potuto abbiamo, appunto all'insegna del pragmatismo, pensato di andare nei cortili delle case, perché le persone avevano perso il contatto, quindi andando nei cortili delle case li abbiamo sdivanati, io uso questo termine, abbiamo portato le persone fuori a frequentarsi. E qui c'è stata una grandissima fusione di tantissime attività, perché con la cultura italiana abbiamo raggiunto anche persone di madrelingua tedesca, ladina, li abbiamo fatti frequentare, abbiamo lavorato oggettivamente con i tre colleghi appunto alla cultura per cercare di far socializzare nuovamente le persone. Cosa vuol dire questo? Che durante i 2 anni e mezzo come giunta non abbiamo lasciato indietro nessuno. Le difficoltà erano tante, ma nessuno è rimasto indietro. Io questo lo dico orgogliosamente, perché tanti mi dicono sì, ma il periodo è, si poteva fare di più. Si è fatto tanto, si è fatto il programma amministrativo, perché l'abbiamo comunque concordato e finito, si è parato il colpo e non abbiamo lasciato indietro nessuno, assolutamente. Tra i vari punti, ovviamente, cardini c'è l'ambiente, la sostenibilità. E qui io voglio ringraziare ovviamente tutti i colleghi di giunta, ma soprattutto i cittadini, gli stakeholder, perché è stato fatto un aggiornamento piano clima necessario, doveroso, all'insegna della condivisione. Sono state fatte delle linee politiche, ci siamo confrontati con la cittadinanza, 2800 osservazioni sono arrivate, sono state analizzate una a una, sono state messe in un piano clima, analizzate anche tecnicamente, non solo politicamente, e questo sarà uno strumento che ci permetterà di avere rispetto e osservanza ovviamente dell'ambiente e della sostenibilità, ma anche può essere un piano di marketing per l'Alto Adige. Perché tutte le aziende, tutti i soggetti, anche economici del nostro Alto Adige, possono vantarsi di vivere in una terra che è sostenibile. E questo è sicuramente un marchio sicuramente molto molto riconosciuto. Ambiente, o meglio, crisi energetica. Anche qui una grossa problematica che nessuno avrebbe voluto avere, l'abbiamo trasformata comunque in un'opportunità. Siamo riusciti ad aumentare ed investire per
per quanto riguarda i risanamenti energetici, il fotovoltaico, e siamo riusciti a generare in questo anno, fondamentalmente con quasi 35 milioni di euro di investimenti, di incentivi, 123 milioni di euro di ricaduta sul territorio, di lavori, di aziende che lavoreranno per fare il fotovoltaico, per riqualificare, e quindi siamo sicuramente sulla strada giusta. Io ho ultimato il mio discorso, però mi permetto appunto di ringraziare tutti i tecnici che hanno lavorato con me, che mi hanno seguito, mi hanno supportato e sopportato, e ringraziare direttamente Maria, Max, Filip, Daniel, Waltraud e il Presidente, perché è stato fatto un lavoro veramente di squadra. Non c'è mai stato un momento in cui uno di noi è rimasto indietro, abbiamo lavorato di squadra e non abbiamo lasciato indietro nessuno. Grazie e buona serata, buona giornata. Ringrazio il vicepresidente della provincia Giuliano Vettorato, che ha aggiunto un altro tassello al quadro complessivo di bilancio che sta per crescere, diciamo, sullo schermo. Das Bild ist, oder es kommt Bewegung in das Bild, und bewegt ist auch das Motto, das im Mittelpunkt des nächsten Beitrags steht. Landeshauptmann Stellvertreter und Landesrat Daniel Alfreider, den ich nun nach vorne bitten darf, verfolgt mit seinem Team das Ziel, Südtirol zu bewegen, Radkultur, Sicherheit auf den Straßen, Investitionen in Bus und Bahn. Der Südtirol-Plan für die Mobilität von morgen stellt die Weichen dafür. Und so war es naheliegend, dass das Motto des Südtirol-Plans für die Mobilität bewegt Südtirol. Gleich sehen wir es hinter uns, heute auch das Stichwort für Ihren Beitrag ist. Bitte sehr. Danke vielmals. Einen schönen guten Tag. Buongiorno Dutschkansch, buongiorno a tutti. Und danke für die Einladung, geschätzter Landeshauptmann, liebe Kolleginnen und Kollegen der Landesregierung, aber vor allem, liebe Anwesenden, bewegt war, ist unser Motto in dieser heutigen Präsentation. Bewegt waren auch die ersten Tage in meiner Erfahrung im Assessorat für Infrastruktur, aber vor allem öffentliche Mobilität. Bewegt waren die Momente, wo wir natürlich eine Lösung finden mussten für das gesamte Transportwesen im Bussektor. Und ich möchte auch hier, ohne jetzt zu viel darauf einzugehen, allen danken, die hier mitgewirkt haben in der Landesverwaltung, in der Abteilung Mobilität, aber vor allem auch in den anderen allen Ämtern und Abteilungen, in der Anwaltschaft und in allen Bereichen, die hier mitgewirkt haben, dass wir eine Lösung finden konnten. Wir konnten in der Zwischenzeit den gesamten Transportsektor wieder beauftragen. Wir haben Firmen gefunden in Südtirol, die diese Angebote auch abgegeben haben. Und natürlich, es ist eine Situation, die jetzt wieder aufgebaut werden kann. Natürlich, in einer Übergangszeit hat man immer diese anfangs Probleme, aber es war für uns ein wichtiger Moment, den ÖPNV im Bussektor wieder aufzubauen. Natürlich mit einigen Schwierigkeiten noch, aber trotzdem eine Herausforderung. Und ich bin sehr froh und stolz, dass hier auch die Mitarbeiter mitgewachsen sind, wir alle gemeinsam mitgewachsen sind bei dieser Herausforderung und wir mit den Firmen selber jetzt eine gute Basis haben für die nächsten 10 Jahre. Als wir in dieses Ressort gekommen sind, wir werden oft in Bezug gebracht mit dem Thema Verkehr. Der Verkehr ist Landesrat. Also wir sind nicht unbedingt für den Verkehr zuständig. Es sind viele Leute unterwegs, wir Südtiroler sind viel unterwegs, viele Menschen sind unterwegs. Und wenn wir die Statistiken anschauen, dann sehen wir ganz klar, Südtirol ist Spitzenreiter beim Besitz von Autos pro Einwohner, beim Besitz von Zweitautos pro Familie und beim Besitz von Drittautos pro Familie. Und das ist nicht, weil wir Südtiroler ganz anders sind als andere, sondern natürlich gibt es Wohlstand, gibt es Wirtschaftskreisläufe, auch in der Peripherie, auch in den Tälern, auch in allen Gemeinden Südtirols. Und ich sehe auch viele Bürgermeister. Es ist schön zu sehen, wie sich mittlerweile jeder mit der Mobilität auseinandersetzt, aber Mobilität hat keine Grenzen, hat auch keine Gemeindegrenzen, weil wir sehen oft aus unseren Daten, wie wichtig die Ströme sind und wie interessant sich die Menschen auch bewegen. Und es sind nicht nur Touristen, die sich in Südtirol bewegen. Wir Südtiroler bewegen uns sehr stark.
Und deshalb war unsere Frage, wie können wir das Thema Verkehr auch mit Antworten ordentlich untermauern und beziehungsweise den Verkehr reduzieren. Unser Ziel war es, Autos in Südtirol zu reduzieren. Und wenn wir uns die Statistiken der letzten 20 Jahre ansehen, dann ist es so, dass wir einen Zuwachs hatten von ca. 35%. Wie kann man 35% an Autozuwachs, an Verkehrszuwachs reduzieren? Mit neuen Straßen? Das war die Frage. Und in der Landesregierung haben wir das auch oft diskutiert. Neue Straßen würden Verkehr sogar eventuell sogar noch vergrößern. Wir brauchen natürlich neue Straßen für die Lebensqualität und die Resilienz der Infrastruktur, aber nicht um Verkehr zu reduzieren. Also die Antwort war absolut Fahrrad und Zug potenzieren. Und das haben wir gemacht und ich bin stolz, dass es uns gelungen ist, auch über, wie der Landeshauptmann Arno Kompatscher vorhin gesagt hat, über den Landeshaushalt hinaus Gelder aus Brüssel und aus Rom zu holen, insgesamt 400 Millionen an Eisenbahnprojekte jetzt auf Schiene zu bringen, die jetzt gebaut werden. Der Brenner Basistunnel geht weiter, dass wir eine Antwort haben auf die Mobilitätsbedürfnisse der Menschen. Und da wird das Fahrrad und der Zug eine wesentliche Rolle spielen, spielt sie schon heute. Auch da vielen, vielen Dank allen, die hier mitgewirkt haben. Ich weiß, es ist nicht leicht, in den Gemeinden Konsens zu finden, in den Gemeinderäten. Aber danke auch an die Kollegin Maria Horkober-Kurenz und mit ihrem Team. Es ist auch da nicht immer ganz, ganz leicht, Raumordnung, landschaftsgetreu zu bauen. Aber trotzdem ist es gelungen, einige Projekte hier in kurzer Zeit voranzubringen. Straßen. Das heißt nicht, dass Straßen nicht mehr gebaut werden können. Ganz im Gegenteil, wir bauen derzeit 7 Großprojekte gleichzeitig. Das hat es in der Geschichte Südtirols noch nie gegeben, um aber vor allem eines zu erreichen, Lebensqualität der Menschen in den Dörfern und in den Städten. Der Verkehr ist natürlich stark zu spüren in einigen Gemeinden Südtirols. Und deswegen ganz, ganz klar, dass wir diese Projekte auch noch brauchen und auch umsetzen werden. Wir haben insgesamt in den letzten 5 Jahren 573 Ausschreibungen gemacht. 573 Ausschreibungen, davon 95% Südtiroler Firmen bekommen. Und hier muss ich sagen, in den letzten Jahren haben sich die Südtiroler Firmen in allen Bereichen sehr gut entwickelt. Mittlerweile können sie mitspielen auf allen Ebenen, auch bei größeren Projekten. Und das macht uns natürlich stolz und sehr zuversichtlich, dass wenn wir mit Südtiroler Firmen zu tun haben, dass wir dann auch die Projekte vom Beginn bis zum Ende auch fertigstellen, umsetzen. Und das ist für uns ganz wesentlich. Das Letzte noch, Digitalisierung. Sehen wir, hat gerade in der Mobilität immer mehr an Bedeutung und wird sie auch haben. In der Zwischenzeit eben werden 600 Busse ausgerüstet mit einem neuen Ticketing-System und GPS-Systemen, damit wir bessere Informationen haben, genauso wie auch das Thema das Straßennetz gemeinsam mit den Gemeinden, Gemeindeverband und Bezirksgemeinschaften, damit wir digital besser den gesamten Verkehrsverlauf gestalten können, aber vor allem auch das Baustellenmanagement besser organisieren können. Lasciatemi facciamo una parola, la più importante per Ladin, che naturalmente è il tema della cultura ladina e della scuola ladina. Io ringrazio tutti che dai repara da tignant la scuola ladina con cash livello, con cash niveau. La scuola plurilinguale è per noi è fondamentale. Caro Mattias, cara Edith Ploner, Giulando os contribut, la nostra scuola è la fondamenta della nostra cultura e del nostro linguaggio, perché l'homme sono stigni in antasan. Per noi la scuola ladina è fondamentale, vorrei ringraziare naturalmente anche i colleghi, Giuliano e Filip, per la collaborazione. Siamo la scuola più piccola e naturalmente non abbiamo sempre tutte le capacità, abbiamo sempre avuto la possibilità di confrontarci con voi, ci avete aiutato e per noi questo è fondamentale. Dankeschön. Danke. Mobilität hat keine Grenzen, deswegen versuchen wir, die Grenzen, die es manchmal gibt, auch in den Köpfen, so gut wie möglich abzubauen, damit wir genauso wie in ganz Europa die Mobilität mitgestalten können. Danke an alle, die hier sitzen und mitgewirkt haben bei der Erstellung des Landesmobilitätsplans von Südtirol 2035. Es gibt noch viel zu tun. Ich schließe mit dem Motto, auf geht's. Dankeschön.
Vielen Dank auch an Landeshauptmann-Stellvertreter Daniel Alfreider Julan. Bewegung ist in das Bild gekommen und einige Facetten reich, um einige Facetten reicher ist das Bild. Facettenreich ist auch oder sind auch die Agenten, die Landesrat Philipp Achammer in dieser Legislaturperiode zu verantworten hat. Und ihn darf ich nun nach vorne bitten. Herr Landesrat, Sie haben vor zwei, drei Wochen auch Bilanz gezogen mit Ihren Führungskräften über die vielen Bereiche in Ihrem Ressort, Bildung, Arbeit, Wirtschaft, Kultur. Wegweisend lautete das Motto und wegweisend ist auch das Motto für Ihre heutigen Gedanken. Ja, vielen herzlichen Dank. Schönen Vormittag auch von meiner Seite. Es hat ein bisschen etwas von Zeugnisvergabe heute hier, aber die wird erst in zwei Monaten folgen. Und wir haben erschreckend festgestellt vorher, dass die Bilder vor 5 Jahren anders ausgeschaut haben. Also auch wir sind scheinbar gealtert in diesen 5 Jahren. Ich darf mich aber zu Beginn, bevor ich auf dieses Stichwort eingehe, ganz, ganz herzlich wirklich zuallererst bedanken beim Landeshauptmann und bei den Mitgliedern, den Kollegen in der Landesregierung. Es war eine gute Amtszeit, wenn auch sehr herausfordernd und sehr schwierig. Wir haben diskutiert, wir haben auch gestritten, vor allem in der Covid-Zeit. Da waren Entscheidungen ja oft erlitten, aber notwendig. Aber ich denke, dass es alles in allem sich präsentieren lässt, was wir heute gemeinsam präsentieren. Und zum Zweiten möchte ich wirklich ausdrücklich danken der eigenen Verwaltung. Denn wir alle wissen als Mitglieder der Landesregierung, man kann viel sich politisch ausdenken, wenn man nicht eine gute, und wir haben eine gute funktionierende Verwaltung im Hintergrund hat, setzt man nicht um. Und deswegen darf man die oft, zu oft gescholtene Verwaltung einmal herzlich dafür danken, was ihr für uns umgesetzt habt und mit uns umgesetzt habt. Warum wegweisend? Wegweisend nicht, dass Sie glauben, ich hoffe, es waren auch einige Entscheidungen wegweisend, aber es waren vor allem auch viele Erkenntnisse für mich und für uns, glaube ich, wegweisend, viele Erkenntnisse auch während der Covid-Pandemie. Wir sind vor 5 Jahren gestartet und es sind Dinge passiert, die man sich nicht erwartet hat. Ich glaube, wir haben viel in dieser Zeit gelernt und ich habe in einigen Veranstaltungen in letzter Zeit immer nur eines zitiert und das ist ein guter Spiegel. Erinnern Sie sich, als wir im März 2020 gesagt haben, jetzt steht die Zeit still und wir werden enorm viel lernen und vor allem den Zusammenhalt in der Gesellschaft, die Solidarität neu entdecken. Haben wir es getan? Ich denke, die Anspannung hat eher zugenommen. Und wir müssen uns mit diesen Erkenntnissen konfrontieren aus dieser Zeit und auch etwas daraus lernen. Das ist notwendig. Auch wenn uns politisch gesagt wird, redet nicht mehr über die Pandemie, das will keiner mehr hören. Das wird so sein. Aber wir dürfen nicht vergessen, da ist schon etwas passiert mit uns allen, mit unserer Gesellschaft. Und wir müssen etwas daraus machen. Zu meinen Bereichen. Die ersten Seismographen einer Entwicklung sind immer Kinder und Jugendliche. Wir dürfen uns nichts vormachen. Das sind die ersten Seismographen, die ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Entwicklung sind. Und ja, Entwicklung ist angespannt, gerade nach 3 Jahren Dauerunsicherheit. Wer hätte sich eine Pandemie, wo alles stillsteht, einen Krieg in Europa, Teuerung und so weiter und so fort, alles in dieser Form vorstellen können? Niemand. Und natürlich muss diese Anspannung mit aufgearbeitet werden. Ich kann nur eines sagen, und das möchte ich heute auch ganz deutlich mal machen, wir haben ein hervorragendes Bildungssystem in diesem Land nach wie vor. Wir werden aber auch neue Wege beschreiten müssen, um Aufgaben, die an Bildung herangetragen werden, die eigentlich nicht Kernaufgaben von Bildung wären. Nämlich die Vielfältigkeit bringt mit sich, dass man auch Erziehungsaufgaben übernimmt, dass man auch das Spiegelbild auch einer sehr vielfältigen familiären, sozialen, kulturellen und so weiter Entwicklung ist, dies aufgreift. Und da wünsche ich mir, dass wir die Potenziale nutzen, neue Wege gehen mit Kindern und Jugendlichen und ihnen etwas Last von den Schultern nehmen. Wir sind eine Gesellschaft, die zu viel erwartet, die enorm viel ökonomisch erwartet und wir können doch etwas mehr Mut zur Lücke zeigen und etwas Last wegnehmen. Das war für mich eine der Erkenntnisse. Es gibt viel im Bildungsbereich, aber wie gesagt, ich möchte vor allem auf diesen Punkt fokussieren. Investieren wir in Bildung und investieren wir in Kultur. Wir haben gesehen, es braucht etwas, was Gesellschaft zusammenhält, auch neu zusammenführt. Gott sei Dank haben wir Bereiche wie das Ehrenamt auch mit einigen Blessuren gut über die Pandemie hinweggeführt. Für mich war aber eine der Kernerkenntnisse dieser Amtszeit im kulturellen Bereich, Kultur ist genauso, wenn es sozusagen um die Wurst geht, unter Anführungszeichen, auch ein wesentlicher Faktor, auch ein Wirtschaftssektor.
Man kann nicht sagen, die schönen Künstler, die sind mal zweitrangig, aber dann werden sie wieder zentral, wenn es uns wieder gut geht. Das wäre tragisch für eine Gesellschaft. Und hier müssen wir zur Absicherung dieses Bereiches noch einiges tun. Mein Ressort war sehr groß, war sehr vielfältig, mir wurde viel anvertraut. Der Bereich Arbeit, ich stelle den bewusst vor die Wirtschaft aus einem Grund, weil ich glaube, dass der Bereich Arbeit als politischer Schwerpunkt in der Vergangenheit durchaus unterschätzt wurde. Wir haben die Abteilung Arbeit des Landes völlig neu aufgestellt in eine Abteilung Arbeitsmarktservice. Wir müssen viel mehr in diesem Bereich arbeiten, nicht nur wegen des Fachkräftemangels, denn bei einer absolut ja der niedrigsten Arbeitslosigkeit in ganz Italien muss man sagen, es ist wesentlich, jeden Menschen in eine sinnbringende Beschäftigung zu bringen. Denn alles das, was wir in diesen Bereichen verlieren, da zahlen wir doppelt und dreifach. Wir haben hier massiv investiert, auch aufgestockt, auch begünstigt durch staatliche und europäische Mittel in die Arbeitsvermittlung. Es wird einen Arbeitgeberservice und so weiter und so fort geben. Das ist notwendig und ich wünsche mir, dass Arbeit als politischer Schwerpunkt für die Zukunft ganz, ganz zentral bleibt. Und zum Schluss, ja, ich komme nicht aus der Wirtschaft, aber ich habe den Wirtschaftsbereich kennenlernen dürfen und darf nur eines sagen, wir haben eine einzigartige Wirtschaftsstruktur in diesem Land. Wir sind eine 500.000 Einwohner groß, das ist enorm klein. Wir müssen das auch mal sagen, wir glauben immer, der Nabel der Welt zu sein, aber wir sind enorm klein. Wir haben auf diesem kleinen Gebiet enorm viel. Eine periphere Struktur bis hinaus in den kleinsten Ort, und das dürfen wir auch schätzen, denn das ist in vielen Gebieten nicht mehr der Fall, bis zu den großen Hidden Champions und Weltmarktführern. Wir müssen alles dafür tun, um diese Wirtschaftsstruktur zu stützen und zu erhalten, damit wir das letzte Geschäft im Dorf auch morgen noch haben werden. Und damit wir auch dem Hidden Champion oder dem Champion von morgen auch Voraussetzungen geben, nicht nach dem Motto, in Südtirol darf gar nichts mehr sich entwickeln, sondern gute Entwicklung, das ist ja auch das Thema, den Bereich Nachhaltigkeit muss immer möglich sein. Ich wünsche, dann laufen meine letzten 50 Sekunden, das sehen Sie nicht, das läuft hier vorne, laufen entsprechend ab. Ich wünsche uns allen, dass wir ein bisschen uns bewusst sind und nicht in Hochmut, bitte ja nicht, sondern in Demut, aber wir haben es in der Hand in diesem Land. Wir haben so viele Chancen und Möglichkeiten. Wir haben keine Notwendigkeit zum Lärmen, wir haben nur eine Notwendigkeit, die Ärmel hochzustürzen und zu sagen, wir packen das weiterhin an, denn wenn es Südtirol nicht schafft, trotz schwieriger Rahmenbedingungen um Südtirol herum, wer soll es dann schaffen? Alles, alles Gute. Dankeschön. Danke auch an Landesrat Philipp Achammer. Das Bild ist um einen weiteren Baustein reicher geworden und ich darf nun Landesrat Massimo Bessone zu mir auf die Bühne bitten. Gli assessore Massimo Bessone spaziano dal patrimonio all'edilizia pubblica soprattutto e sono quindi trasversali. Trasversali alle tante attività, alle tante competenze, diciamo, che ha la provincia autonoma di Bolzano. Un impegno a 360 gradi e sono proprio i 360 gradi che sono diventati il motto di questa mattina per lei, per le sue riflessioni. Grazie. Grazie. Buongiorno a tutti, guten Morgen, buongiorno a tutti. E non vi nascondo che l'abbiamo fatto con grande entusiasmo. Questo entusiasmo ha caratterizzato tutti i 5 anni del nostro assessorato. Avevo preparato un sacco di fogli che volevo portarvi perché mi sarebbe piaciuto descrivere ogni progetto che abbiamo fatto con lo stesso entusiasmo con il quale ci siamo concentrati a realizzarlo. L'ingegner Gemellaro, il mio capo dipartimento, mi diceva riduci che sono pochi minuti per i quali tu puoi parlare. E allora è difficile riuscire a condensare tutto quello che abbiamo fatto. Come diceva giustamente la dottoressa Messner, abbiamo dato il titolo 360 gradi, ma poteva essere anche un ovunque per chiunque, perché credo che una politica debba essere per tutti, per tutta la provincia, tutti e tre i gruppi linguistici, e tutti gli assessorati, tutti gli ambiti. Abbiamo lavorato per la sanità, il sociale, la cultura, la giustizia, lo sport, la sicurezza, non badando a bacini elettorali, ma alle vere esigenze di quella che era la popolazione. Abbiamo iniziato e finito centinaia e centinaia di opere, come vi dicevo, abbiamo messo in circolo 200 milioni di euro l'anno, soldi che anche di più, soldi che abbiamo dato
alle imprese, dove potevamo, alle imprese altoatesine, perché professionisti, imprese, artigiani altoatesini sono sinonimo di qualità, e dove possiamo cerchiamo di lavorare con le imprese altoatesine, perché sicuramente è un buon lavorare, è un sinonimo di qualità, ma anche un mettere in circolo del denaro per investirlo per il nostro sito. E sempre con la regola del buon padre di famiglia. Pensate che ogni progetto, io ci sono stato 3 volte, prima per vedere se veramente c'era la reale esigenza, non me lo sono fatto raccontare, ma sono andato in ogni luogo a vedere se veramente era il caso o no di costruire. Poi ci sono tornato mentre l'opera era in costruzione per vedere come veniva costruita, e poi ci sono tornato alla fine, perché un bravo amministratore deve usare il denaro pubblico come fosse il proprio, come fosse il proprio portafoglio. È il palazzo del personale, perché vi citerò qualche esempio qui e là, ovviamente non posso nominare ogni singola opera, è un esempio di questo. Noi spendevamo 800.000 euro d'affitto ogni anno, adesso ce ne siamo costruito uno noi a fianco, così un investimento a lungo termine, è proprio un esempio di buon padre di famiglia, di investimento. L'ho usato questo palazzo del personale, qui mi aggancio a un'altra cosa, anche per la mia conferenza stampa di fine legislatura, perché non solo per questo palazzo simbolico, perché volevo anche ringraziare i collaboratori della provincia, perché ovvio dobbiamo dire un grazie alla stampa, alle parti sociali, a chiunque in questa sala, ma io il mio grazie più grande lo voglio dire ai dipendenti pubblici, ai collaboratori della provincia, perché grazie a loro abbiamo costruito tanto. Si parla di pandemia, si parla di tante problematiche, ma a noi non è interessato niente, ci siamo infilati una mascherina addosso e siamo andati avanti. Taluni di noi hanno imparato a lavorare in remoto, Zoom e altre parole che nessuno sapeva neanche che esistessero. Queste applicazioni, i dipendenti pubblici hanno iniziato a lavorare così e siamo andati avanti, testa bassa, e abbiamo lavorato per la gente. La mia politica è, e credo che una politica fatta bene sia a servizio della gente, soprattutto delle categorie più deboli, perciò disabili, anziani, oppure associazioni che danno lavoro e aiutano queste persone qui. Perciò abbiamo concentrato molto sul sociale, abbiamo ampliato locali o laboratori per persone con disabilità in collaborazione col sociale, perché un disabile non deve essere a casa compatito su un divano, ma deve lavorare, far parte della società. Col patrimonio abbiamo dato in uso a cooperative che dessero lavoro a persone con disabilità, i nostri bar come altre cose, anche per far sì che loro potessero lavorare. Abbiamo lavorato bene con Masac, ci siamo andati per lo Josephine, IPA, i Waldheim, le case di associazioni e tante altre cose. Abbiamo lavorato per la salute. Il benessere dei cittadini si misura anche dai benefit che si dà, e abbiamo ultimato e consegnato l'ospedale di Bolzano, abbiamo ampliato il pronto soccorso di Merano e abbiamo dato un'ala dell'ospedale di Bressanone in pieno Covid affinché potesse essere usata, perché c'erano problemi di distanze, e stiamo ancora progettando un centro di cure palliative a Tesimo, e poi in collaborazione su commissione dell'assessorato della salute vogliamo costruire una facoltà di medicina affinché si riempiano anche questi belli ospedali di medici che possono studiare in locale e poi rimanere qui e portare ancora di più a quella che è la nostra qualità. Tanto abbiamo concentrato sulle scuole, perché investire nella formazione è sempre stata una nostra priorità. Dobbiamo dare scuole sempre più efficienti, moderne, ma soprattutto sicure, perché ci studiano i nostri ragazzi, il nostro futuro. E abbiamo operato da Bolzano, San Candido, Vipiteno, La Villa, Merano, Vallenosta, in tutta la provincia. Un esempio è il Conservatorio Monteverdi. Il Conservatorio Monteverdi è una cosa importante, un'istituzione importante non solo per la provincia, ma per tutta la nazione, ma anche internazionale. La musica è arte, avvicina i giovani, li fa lavorare assieme. Allora l'abbiamo trovato in condizioni non ottimali, abbiamo ristrutturato la sala e adesso ci promettiamo al più presto di fare tutte le opere murarie, gli infissi, e di dare ancora più lustro a questa importante istituzione. Il Polo Bibliotecario, secondo me, è stato sbagliato il nome, perché quando si dice Polo Bibliotecario la gente dice biblioteche al giorno d'oggi, ma io l'avrei chiamato Polo della Cultura, perché non sono solo 3 biblioteche, non saranno dei centri congressi, dei giovani, dei gruppi linguistici che si avvicinano, ma ci sarà anche un centro dell'autonomia.
il presidente ci teneva tanto. Spesso quando ci sono le elezioni si sente dire: ah, ma l'autonomia dei tedeschi, l'autonomia degli italiani. L'autonomia di tutti noi è un valore aggiunto, un bene così importante che dobbiamo tutelare per la nostra provincia. Anche tante competenze sono figlie, che ho io, figlie dell'autonomia, perché non c'è nessuna cosa migliore che poter decidere in loco. Sarà una riqualificazione per tutto un quartiere, un indotto di negozi, bar, ristoranti, è veramente andrà a beneficiare l'intero quartiere. Il Palazzo di Giustizia è un luogo così importante, abbiamo fatto una convenzione tra provincia e regione per poter dare ancora più decoro e dignità a un luogo così importante. Abbiamo operato per la cultura, per le tradizioni, per il turismo. L'Alto Alge è ricco di storia, di tradizioni, noi dobbiamo valorizzarle sempre più e dobbiamo custodire questo nostro patrimonio. Con il Presidente abbiamo rilevato il 60% delle quote dell'ippodromo di Merano per poter riqualificarlo, per poter rilanciarlo. Abbiamo messo anche in gioco determinati edifici per poter dare ancora di più a una città importante come Merano. Abbiamo gestito miniere, musei, i rifugi, abbiamo 26 rifugi, li abbiamo divisi in tre classi di priorità, sono dei biglietti da visita bellissimi per il nostro Alto Adige. E tengo a sottolineare che spesso leggo di polemiche, ma noi, come il nostro assessorato, abbiamo istituzionalizzato la commissione paritetica nella quale operano CAI, AFOS, Geologia e nostro patrimonio. Nulla in montagna viene costruito dalla provincia autonoma di Bolzano senza il benestare di queste due importanti associazioni, che sono un po' le sentinelle della nostra montagna. Tutto quello che costruiamo lo costruiamo con la sostenibilità. La sostenibilità è una sfida, ma anche un valore aggiunto. Dobbiamo lasciare a una prospettiva migliore di vita alle future generazioni. Ove è possibile, ove la statica ce lo permette, costruiamo con materiale sostenibile, riciclato e riciclabile, cerchiamo di risparmiare l'energia col patrimonio. Abbiamo individuato gli edifici che avevano un dispendio più grande e un più basso rendimento. Dobbiamo dare più energia con minor consumo. E la sicurezza, e poi chiudo, la sicurezza, abbiamo una provincia bellissima con una morfologia però molto difficile, con un'escursione termica grandissima. E non tutto si deve dare per scontato, perché quando cade un masso ci stupiamo. Ma pensate voi a che lavoro dobbiamo fare di prevenzione e di controllo affinché non succedano stragi, affinché si possa viaggiare, costruire nei migliori dei modi. E la burocrazia con il catasto e il libro fondiario, stiamo cercando di digitalizzare il più possibile per dare servizi più veloci, più efficienti, più economici e per eliminare pian piano il traffico da e per gli uffici. Insomma, lavoriamo a 360 gradi un pochino per tutti. Grazie. Grazie Assessore Massimo Essone per le sue considerazioni e complimenti alla nostra disegnatrice che sicuramente, insomma, è stata una sfida seguire diciamo, il discorso in questa velocità. Qualcuno si chiederà perché tutto è scritto in tedesco, ovviamente dopo il tutto sarà anche, diciamo, trasferito in lingua italiana, però per motivi organizzativi e tecnici andava meglio così, quindi grazie anche della vostra comprensione. Unser Bild nimmt Gestalt an und Gestaltung ist das Stichwort, um nun Landesrätin Maria Kuenzer nach vorne zu bitten. In all ihren Bereichen, von der Raumordnung über die Landschaftspflege bis hin zum Denkmalschutz, geht es letztlich um das Gestalten. Heimatgestalten lautet dementsprechend das Motto, das Sie für Ihre Gedanken zu dieser Legislatur bedeutungsvollen Momenten und ja, Herausforderungen auch für die Zukunft gewählt haben. Bitte sehr. Dankeschön. Ich wünsche auch von meiner Seite allen Anwesenden einen interessanten und informativen Vormittag. Es soll sich gelohnt haben, hier nach Bozen in den Neupark zu kommen, um die Landesregierung in ihrer Abschlusskonferenz zu hören und zu staunen und zu schauen auch, was gemacht worden ist. Vielleicht das ein und andere ist bereits bekannt. Anderes kann auch sehr gerne als Botschafter und Botschafterinnen nach außen getragen werden. Darüber würden wir uns natürlich sehr freuen. Ja, ich bin als Kind, als kleines Baby auf der Sonnenseite geboren.
Die letzten 4 Jahre habe ich mir manchmal gedacht, diese Sonnenseite geht mir ab. Die Herausforderung in der Raumordnung, wissend, dass natürlich das Raumordnungsgesetz in der vorhergehenden Legislatur verabschiedet wurde, mit dem Ziel, erst in der neuen Legislatur in Kraft treten zu lassen. Und die Voraussetzungen und die Erwartungshaltungen, die natürlich so unterschiedlich waren und die Zusammenarbeit und die Netzwerkarbeit mit unterschiedlichen Akteuren, angefangen natürlich mit dem Gemeindeverband, der bei der Ausarbeitung, der war ja klug, bei der Ausarbeitung dafür gesorgt hat, dass die Durchführungsverordnungen im Einvernehmen mit dem Gemeindeverband gemacht werden. Das heißt, es wurden 25 Durchführungsverordnungen gemeinsam erstellt, der Gemeindeverband immer wieder Rücksprache mit seinen Gemeinden gemacht hat und gesagt hat, passt das so, geht das so. Nicht immer waren wir einer Linie, aber es war eine gute Zusammenarbeit und dafür möchte ich mich ganz speziell beim Präsidenten des Gemeindeverbandes, Andreas Schatzer, bedanken. Er war die Figur, der Ansprechpartner, den wir in der Raumordnung gebraucht haben. Das Zweite möchte ich an euch Bürgermeister richten. Ihr wisst ja, es ist nicht überall gut angekommen. In dem Gesetz steht, dass dieses Gesetz mit Partizipation, mit Bürgerbeteiligung, das Gemeindeentwicklungsprogramm umgesetzt werden muss. Es hat manch einen gegeben, der etwas irritiert war, als wir gesagt haben, Bürger und Bürgerinnen sollten sich bei der Erstellung des Gemeindeentwicklungsprogramms mit einbringen. Ich habe eine Einladung hinausgeschickt und ich hatte die Antwort von mehr als 80 Gemeinden, also 89 Gemeinden, die gesagt haben, ja, komm her, erklär uns, was ist das Gemeindeentwicklungsprogramm, was stellt ihr euch darunter vor? Und es gibt natürlich 116 Gemeinden, 116 Situationen, 116 ganz unterschiedliche Situationen, die vor Ort zu bewältigen sind und auch Herausforderungen für den Bürgermeister. Und es ist mir völlig bewusst und da jetzt das große Danke an die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, dass das auch für euch eine Herausforderung war. Und ich bin gestartet mit einer Welle, wo man gesagt hat, man möchte dieses neue Gesetz für Raum und Landschaft nicht. Und diese Welle zu brechen und es trotzdem versuchen, für Südtirol umzusetzen. Nicht für mich, sondern für Südtirol umzusetzen, denn es hat eines Positives, dieses Gesetz, dass man sagt, wir definieren den Raum, wo gebaut wird und wir definieren den Raum, die Landschaft, die freigehalten wird. Das ist eigentlich erstmalig und sehr, sehr positiv. Und das tut dem Südtirolern gut, denn eines, was wir nicht haben, bei all dem vielen, was wir haben, ist die Begrenztheit unseres Landes. Und mit dieser Begrenztheit umzugehen, das ist unsere ganz große Herausforderung. Ich möchte den zweiten Teil ganz schnell, die Landschaft. Auch da war es mir, kommend von der Landwirtschaft, ein ganz großes Anliegen, die Landschaft auch anders zu sehen. Die Landschaft auch zu sehen als, ich bin natürlich eine Geschichtenerzählerin auch, ich kann Geschichten über die Landschaft erzählen. Wie Landschaft bewirtschaftet wird. Es ist mir nicht gelungen, aber ich bin dabei, alte Muster aufzubrechen. Schutzkategorien zu überdenken, zu fragen, ist das heute noch sinnvoll oder wie kann Landschaft trotzdem geschützt werden? Geben wir sie in einzelnen Organisationen oder ist jeder und jede Einzelne dafür verantwortlich, Landschaft zu schützen? Dazu haben wir diesen internationalen Kongress gestalten. Destination Landschaft, schützen wir unsere Lebensgrundlage und haben den Blick von der Wissenschaft, Wirtschaft, Sozialem, Unternehmer, aber auch Direktbearbeiter einfließen lassen, ihre Perspektiven zur Landschaft und eben dieses alle und so viele wie möglich dafür verantwortlich machen, dass wir für die Landschaft gemeinsam verantwortlich sind. Den dritten Bereich, ich habe alles Schutzkategorien, das Denkmal, den Denkmalschutz als dritten Kategorie, ist natürlich eine Herausforderung. Auch da war es notwendig für mich, auch mich inhaltlich weiterzubilden und ich habe das auch gemacht. Ich bin auch nach Wien hinausgefahren, Mauerbach, dort wo die Bundesweiterbildungsanstalt ist, um im Bereich Denkmal, was heißt Denkmal und heute Denkmal. Und wir haben uns dann aufgemacht, den Denkmalschutz auch neu zu überdenken. Und auch ich kann hier wieder Botschaften von den bäuerlichen Familien sagen, wenn ich heute die Landesbäuerin hier sehe. Wir haben 1500 Höfe unter Denkmalschutz. Die Familien müssen imstande sein, wenn wir den Denkmalschutz lebendig halten, sollte kein Friedhof sein. Wenn wir ihn lebendig halten, dann musst du drinnen wohnen.
Und um drinnen wohnen zu können, müssen wir Rahmenbedingungen schaffen, dass die Leute dieses Denkmal auch erhalten können. Und auch das ist eine ganz, ganz große Herausforderung in diesem Bereich. Wir haben 50 Jahre Zuständigkeit, Südtirol hat 50 Jahre Zuständigkeit für den Denkmalschutz, 1973 die primäre Zuständigkeit bekommen. Wir haben dieses Jahr das neue Gesetz für Kulturgüterschutz aufgestellt, darüber bin ich sehr, sehr froh. Wir haben neue Herausforderungen mit hineingenommen, auch die Kirche ist an uns herangetreten und hat gesagt, wir schaffen es nicht alleine, unsere Kulturgüter aufrechtzuerhalten. Wir möchten mit euch zusammenarbeiten. Kirchlichen Kulturgüter mit hereingenommen, den Denkmalbeirat geschaffen, dann die Digitalisierung mit Einzug zu halten und natürlich auch die Kriterien neu aufzustellen in der Denkmalpflege. Am Ende meiner Legislatur muss ich sagen, ich bin wieder auf der Sonnenseite gelandet. Es macht mir ganz große Freude, diese Herausforderung, diese Arbeit. Ich glaube schon, und ich habe ein Kompliment von einem ganz dezentralen Bürgermeister bekommen, der mir gesagt hat, Maria, was wir jetzt brauchen würden in den Gemeinden ist Kontinuität. Du hast so vieles angestoßen, aber wir müssen das erst durchführen. Ich möchte nur noch dazu sagen, die Hälfte, mehr als die Hälfte der Gemeinden haben bereits die Entscheidung getroffen, das Gemeindeentwicklungsprogramm zu machen. Wenn diese Unterschrift in Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden gemacht worden ist, dann haben sie 3 Jahre Zeit, das auch umzusetzen. Als Schlusswort vom Umbruch zum Aufbruch, ich bedanke mich ganz herzlich. Vielen Dank an Landesrätin Maria Kunz auch für diese persönliche Note ihrer Ausführungen, die hier Niederschlag gefunden haben auf dem Bild. Und ich darf nun als letzten Landesrat, last but not least, Landesrat Arnold Schuler nach vorne bitten. Er hat in seiner Abschlusskonferenz vor 3 Wochen den Blick auf Südtirol als Lebensraum gerichtet. Denn mit den Bereichen Forst und Landwirtschaft, Bevölkerungsschutz und Tourismus liegen sozusagen 90% der Landesfläche, so stand es jedenfalls in unserer Presseaussendung, in ihrer Zuständigkeit und auch durchaus, wir wissen es, emotionale Agenden. Und so ist es naheliegend, dass Sie Ihren persönlichen Blick auf den Abschluss dieser Legislatur oder auf diese Legislatur unter das Motto Lebensraum stellen. Bitte an Sie das Wort. Ja, danke und einen schönen guten Morgen und danke für die zahlreiche Präsenz heute. Empfinden wir sicher als Wertschätzung, wenn so viele hierher gekommen sind. Also wenn wir jetzt zurückschauen auf die letzten 5 Jahre, ist heute schon mehrfach genannt worden, waren es sicher sehr herausfordernde Jahre. Und wenn ich die jetzt vergleiche mit meinen ersten 5 Jahren in der Landesregierung, dann waren die letzten 5 Jahre jetzt von einer anderen Kategorie. Sind Dinge, die ausschließlich mit meinen Zuständigkeiten zu tun hatten oder zumindest teilweise, wie die Pandemie, die in solchem Ausmaß nicht zu erwarten war, etwas in diesem Ausmaß, wo eben auch der Zivilschutz gefordert war. Dann die Naturereignisse, denken wir jetzt an die Sturmschäden, Weiher, Schneedruckschäden, die Borkenkäfersituation, Dinge, die in diesem Ausmaß dieses Land noch nicht gesehen hat, aber vor allem auch eine Reihe von Hochwassersituationen, Murenabgänge, also sehr vieles in diesem Bereich passiert ist. Dann sehr emotionale Themen auch, wie die Pestiziddebatte, das Tierwohl, aber vor allem auch die Diskussion um Overtourism, das natürlich auch eine besondere Herausforderung war. Aber dann ganz zentral auch die Diskussion um das Großraubwild, tagtäglich im Mittelpunkt auch der Presse, der Berichterstattungen mit den entsprechenden Erwartungshaltungen uns als Landesregierung und auch mir gegenüber. Ich habe es ja mehrfach schon betont, möchte jetzt noch einmal wiederholen, weil viele auch gesagt haben, ja, wie ist es dir ergangen in diesen Jahren? Es hat sicher sehr viel Kritik gegeben in diesen Jahren, die man aushalten muss. Aber auf der anderen Seite, und das sage ich in aller Ehrlichkeit, waren es auch schöne Jahre, weil solche Jahre, in solchen Zeiten ist es auch interessant, Politiker und Politikerin sein zu dürfen, weil man hier Lösungen finden muss und auch Entscheidungen treffen muss, die über diese Jahre hinausgehen. Und das haben wir versucht auf 2 Arten und Weisen. Einmal in Form von pragmatischen Entscheidungen. Der Populismus war noch nie meine Stärke, sondern wir haben immer versucht, pragmatisch zu entscheiden und auf der anderen Seite auch Zukunftskonzepte zu entwickeln.
Vielleicht zwei Beispiele zum pragmatischen Entscheiden. Zum einen das Beispiel vom Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, die Diskussion um die Abdrift. Hier, man hat es auch manchmal oder oft von mir gefordert, dass man in der Verteidigungshaltung bleibe, aber das bringt uns nicht weiter. Wir haben versucht, das pragmatisch anzugehen, auch über die Wissenschaft, dass wir dann auch das entsprechend untersuchen lassen haben, Entscheidungen getroffen haben, technische Umstellungen, dann Sensibilisierungsarbeiten, sodass wir hier große Fortschritte gemacht haben, weit mehr, wie ich mir persönlich auch erwartet habe, in der Reduzierung. Es ist auch jetzt die Stimmung komplett eine andere. Es war mühsam, hat viele Diskussionen gebraucht, aber am Ende haben wir eben auch, waren wir in Stand, die Sache auch zu beruhigen. Aber vielleicht noch beispielhafter die Entscheidung um die Wildtierarten. Wir haben, wissen wir ja zu Beginn, das liegt schon einige Jahre zurück, die Diskussion um die Steinböcke. Wir wissen ja, mit welchen großen Schwierigkeiten der Umgang damit verbunden war in den Jahren vorher, über die Durchführungsverordnung, über die Zusammenarbeit mit der Jägerschaft, wo wir dann auch Alternativen versucht haben, aufgezeigt haben, dass es nicht funktioniert, wo es uns am Schluss schlussendlich gelungen ist, eine Lösung zu finden, dass heute 1400 circa Murmeltiere jedes Jahr geschossen werden, ohne dass es noch einen Aufschrei oder Rekurse oder Prozesse dazu gibt und auch bei den Steinböcken, dass wir eine nachhaltige Lösung gefunden haben, in enger Zusammenarbeit auch mit der Jägerschaft. Aber dann vor allem die Diskussion um die Kormorane, ein Thema, das bei uns öffentlich nicht so stark diskutiert ist. Der Kormoran ist wie der Wolf eine streng geschützte Tierart derselben Kategorie, millionenfach inzwischen präsent in Europa und in ganz Europa versucht man Lösungen zu finden. Uns ist es gelungen, auf pragmatische Art eine Lösung zu finden, auch in Zusammenarbeit mit der ISPRA, vor allem in einer Zusammenarbeit auch mit dem Fischereiverband, dass es uns gelungen ist, aufzuzeigen, die Schäden, die angerichtet werden, ebenfalls wieder an autochtonen Fischarten in diesem Fall, aber auch an der Umwelt. Und wo es dann auch die ISPA dann ein Einsehen gegeben hat und ich dann auch in einem Abschlussdekret weit über das hinausgegangen bin, was ISPA eigentlich zugelassen hätte, aber Wissenschaftler gut begründet, gut argumentiert und somit haben wir eine Lösung heute, die in Europa, denke ich, einzigartig ist, dass wir sagen, 50 Exemplare werden toleriert, der Rest kann entnommen werden, wir haben bis zu 100 Kormoranen pro Jahr erlegt. Beim Wolf idem, ich weiß, hier ist es noch einmal eine andere Kategorie, aber auch hier haben wir eine pragmatische Vorgangsweise gewählt. Auch wenn es sehr viel Kritik dafür gegeben hat, ich bin überzeugt, dass auch die Ad-hoc-Entscheidungen und hier unnötige Gerichte mit Entscheidungen zu befassen und zum Ende nicht weiterbringen. Dass wir pragmatische Entscheidungen auch hier brauchen, wissenschaftlich gut begründet, rechtlich fundiert, um dass man auch hier dann Lösungen findet, die dann auch halten werden. Und auch das, denke ich, muss am Ende dann auch ein Ansatz sein, der dann auch längerfristig die Probleme löst. Aber auch dann die Zukunftskonzepte, die wir erarbeitet haben. Das Landestourismusentwicklungskonzept, hier stand vor allem die Bettenobergrenze im Mittelpunkt. Schade, denn es hat auch andere wichtige Aspekte gegeben. Es ist untergegangen, dass wir das Thema Vermietungen über Plattformen wie Airbnb als einzige hier in Europa in den Griff bekommen haben mit dieser Lösung, aber auch Nachhaltigkeitslabel und so weiter. Dann das Landwirtschaftskonzept 2030 mit über 100 Maßnahmen der Umsetzung, die Waldagenda, auch zukunftsweisend, aber vor allem auch, darauf bin ich stolz, auch in enger Zusammenarbeit mit dem Fischereiverband, das Gesetz zum Schutz der aquatischen Lebensräume, allein schon die Bezeichnung zeigt diesen Paradigmenwechsel. Dann Bevölkerungsschutz, auch hier neue Maßstäbe, denke ich einmal, auch nicht nur in der Prävention, sondern vor allem auch in den Alarmierungssystemen, in vielen anderen Dingen, die wichtig sind. Jetzt auch in Bezug auf das Hochwasser, wo wir Entscheidungen treffen müssen über Jahrzehnte hinweg, weil hier ganz klar schon ersichtlich ist, was uns in den nächsten Jahren möglicherweise erwarten wird. Und da gilt es entsprechend vorzubeugen. Großen Wert habe ich auch auf die Forschung gelegt. Denn ich bin überzeugt, dass uns die Forschungsarbeit einen wesentlichen Beitrag leisten wird, um eben auch die Probleme in der Zukunft zu meistern. Das Thema Lebensraum eben im Mittelpunkt, deshalb, weil in Bezug auf den Tourismus haben wir ja gesagt, wir wollen ein Lebensraum sein, in dem sich die Einheimischen und die Touristen wohlfühlen. Also hier mal das Thema Lebensraum. Dasselbe Landwirtschaft,
Auch hier, wir arbeiten in Südtirol in einem engen Raum, auch nicht nur landschaftlich, sondern vor allem auch im engen Raum mit der Bevölkerung. Anders wie in anderen Ländern Europas oder dieser Welt. Wie immer gesagt, ich bin mit Stolz Bauer und das können wir auch mit Stolz sein, aber dazu gehört auch ein gesundes Maß an Demut. Das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir in dieser Lebensraum funktionieren sollen. Dann der Wald natürlich, aber vor allem auch das Thema Bevölkerungsschutz, die Sicherheit in diesem Lebensraum, das ein zentrales Thema ist und sein muss. Abschließend bedanke ich mich sehr herzlich bei Ihnen allen, bei allen, mit denen ich jetzt in diesen Jahren zusammenarbeiten durfte, die auch einen Beitrag dazu geleistet haben, dass wir versucht haben, Lösungen zu finden. In vielen Fällen, denke ich, ist es auch gelungen, dass wir Zukunftskonzepte ausgeweitet haben, gemeinsam, die ihre Wirkung erst in Jahren zeigen werden. Ich weiß, abschließend, es gibt auch solche, die von uns Wunder verlangt haben. Wunder konnten wir leider keine liefern, dafür ist immer noch ein anderer zuständig. Dankeschön. Vielen Dank, Herrn Landesrat Schuler, für diese abschließenden Worte. Im Grunde schon Ihre Gedanken haben den heutigen Gesamtblick der Landesregierung auf diese Legislaturperiode abgerundet. Und einigermaßen vollständig steht nun auch das Bild, die Zeichnung, die am Zeichentisch entstanden ist und die wir anschließend, denke ich, noch etwas verfeinern und ins Italienische übertragen werden. Fakten und Emotionen, Krisen, Erfolge, Herausforderungen, vor allem aber auch, denke ich, viel Dank, wir haben es gehört, und Zuversicht. Und ich darf mich an dieser Stelle ebenso bedanken im Namen der Landesverwaltung, auch der Landesregierung, das wird dann aber natürlich Landeshauptmann Arno Kompatscher übernehmen, an den ich gleich wieder für das Schlussstatement übergeben darf. Für die Medien gibt es im Anschluss noch die Gelegenheit für Interviews und für alle anderen natürlich die herzliche Einladung zum Gedankenaustausch, zum Gespräch jetzt bei einem kleinen Umtrunk auch im Foyer und im Freilichttheater. Ich sage Danke, grazie, Giulan, und übergebe für das Schlussstatement an den Landeshauptmann. Ja, zunächst einmal Dankeschön für die Geduld. Sie haben jetzt ausgehalten, durchgehalten. Das wird jetzt ganz kurz, dieses Schlussstatement. Ich glaube, Sie durften auch erleben, dass die Landesrätinnen und Landesräte nicht müde sind, wie man es eigentlich nach jetzt so einer Amtszeit vermuten müsste, dass sie alle abgekämpft und ja, älter geworden sind wir, aber abgekämpft und fertig und gar demotiviert nicht, ganz im Gegenteil, man hat hier ganz große Motivation gespürt, alle auch mit dem Blick in die Zukunft. Ich glaube, man kann sich jetzt auch lebhaft vorstellen, wie es manchmal ist, diese Sitzung zu leiten mit diesen unterschiedlichen Charakteren, auch mit diesem Engagement, also wie es für mich jetzt eine Zeit lang auch war. Das kann man sich vielleicht jetzt auch etwas besser vorstellen. Ich darf mich an dieser Stelle noch einmal bei den Kolleginnen und Kollegen in der Landesregierung bedanken, aber in besonderer Weise bei meinen Mitarbeitern und Mitarbeitern, die für mich natürlich auch den Teil des Amtes des Landeshauptmanns betreut haben. Aber ich glaube im Namen aller noch einmal bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Landesverwaltung in all ihren Ausfächerungen. Damit wir wirklich hier alle mitnehmen. Ich denke, die haben sich einen Applaus verdient. Ein letztes noch, das hat ja alles jetzt ein bisschen den Geschmack von Abschied und ja, fast gehabt, aber so ist es nicht. Es ist gut, dass die Kolleginnen und Kollegen motiviert sind, auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben zu arbeiten. Ja? Also es wird jetzt schon so sein, dass im Oktober Wahlen stattfinden, aber das entbindet uns nicht von der Arbeit. Wir werden arbeiten, bis die neue Landesregierung gebildet ist und steht. Wir haben jede Menge Dinge, die aktuell auch noch zu erledigen sind. Wir werden jede Woche Sitzung haben, Beschlüsse der Landesregierung. Wir müssen Dinge weiterbringen, fertigstellen, neue anfangen. Das gehört sich so.
übergeordnet. Die Finanzverhandlungen haben wir gut über die Bühne gebracht. Wir verhandeln gerade jetzt die Wiederherstellung der Autonomie mit der Regierung Meloni. Also hier geht es weiter, damit das klar ist. Wir haben zu tun und das werde ich auch einfordern. Ja, da muss halt dann der ein oder andere Auftritt vielleicht auch darunter leiden. Wir haben zu arbeiten. Das ist die erste Botschaft. Und die letzte ist, wenn es dann jetzt dieses Werben um die Wählerstimmen geht, so ist es in der Demokratie, so ist es richtig. Es werden alle konkurrierenden Parteien, Listen, Kandidatinnen und Kandidaten darum werben. Es wird Debatten geben. So hoffe ich, dass wir selbstverständlich darüber reden werden, wie die öffentlichen Leistungen, die Dienstleistungen der öffentlichen Hand, des Landes und der Gemeinden in Zusammenarbeit, wie die Infrastruktur verbessert werden kann. All diese Dinge, die Kernleistung einer Verwaltung, sind weiterhin natürlich jene für die Bildung, für das Soziale, die Unterstützung der Schwachen, ja, für die Infrastruktur, die Voraussetzung für das Wirtschaften ist. Ja, das sind klassische Kernleistungen, die Gesundheitsversorgung, die haben wir weiterhin. Das ist alles richtig und da werden wir diskutieren. Ich hoffe eines und damit schließe ich, dass wir auch uns einer gesellschaftspolitischen Debatte stellen. Das haben wir vielleicht allzu oft verabsäumt. Politik, da geht es nicht nur um Bauen oder irgendwelche Leistungen bringen. Es geht auch um die Frage, welches Gesellschaftsbild haben wir. Ich denke, diese Debatte ist in jeder modernen Gesellschaft notwendig. Auch uns tut sie gut. In dieser von Leistungsdruck gestressten Gesellschaft, in der doch allzu viele inzwischen leiden darunter, das zeigen auch die psychologischen, psychischen Probleme, die da sind, die vielen Suizide, die vielen Menschen, die sich zurückgelassen fühlen. Deshalb wünsche ich mir, dass es uns gelingt, auch diese gesellschaftspolitische Debatte zu führen und wieder zu zeigen, dass wir uns gemeinsam in Werten wiederfinden, wo wir glauben, dafür lohnt es sich, jeden Tag in der Früh aufzustehen, gemeinsam Dinge zu schaffen und zu tun, weil es Freude macht und Zukunft stiftet. In diesem Sinne, jetzt noch ein gutes Get-Together und alles, alles Gute auch Ihnen und nochmals ein großes Dankeschön, grazie, Giuliano.